jetzt. Ja, also der Tim 1 ist der erste Computer der Firma Commodore. Die Firma Commodore hat, bevor sie den Tim 1 rausgebracht hat, Taschenrechner gebaut. Man hatte das Problem, dass sie mit den Produktionskosten der Taschenrechner höher waren als die Verkaufspreise des direkten Mitbewerbers. Daraufhin haben sie sich überlegt, oh, wir sind schlau und kaufen unseren Chip-Lieferanten ein. So, und das war die Firma MOS Technologies, die auch diesen 65-2-Prozessor hatten, bereits mit dem Tim 1 als Platine. Das ist jetzt eine späte Platine, da steht hier schon Commodore drauf. Auf den ersten Serien steht hier oben MOS Technologies. So ein Gerät habe ich auch, habe ich jetzt nicht mitgebracht. Und ja, das war seinerzeit der meistverkaufte Computer, hat zwar keinen Bausatz, sondern ein Fertiggerät. Das sieht man auch hier, Complete Mikrocomputer, Leute Kit, Fully Assembled. Und es gab auch einen Erweiterungsport dazu, KIM 4 und KIM 5, die Speichererweiterung. Okay. Weiterhin gab es, die habe ich leider nicht, noch KIM 2 und KIM 3 mit kleineren Speichererweiterungen. Wie groß ist die Speicherkapazität? Die Speicherkapazität von dem Grundgerät ist 1 Kilobyte. Das ist hier der Speicher, was jetzt da drin steckt. Das so direkt erkennen kann. Kann ich so nicht beantworten. Egal. Ja, das ist im Prinzip das Spannende an diesem Rechner. Und diese Erweiterungsport, die sieht man nicht so häufig. Mhm. Wie wird er programmiert? Der wird hier über Assembler programmiert. Es gibt aber auch ein Kassettenrekorder-Interface dazu. Das ist dann in dem Handbuch alles beschrieben. Wie man einen Kassettenrekorder anschließt, zum Beispiel. Oder wie man einen Fernschreiber anschließt zum Drucken. Und für die Tastaturen. Und bei dem KIM 1 wurde mitgeliefert, was ja heute überhaupt nicht mehr üblich ist, ein kompletter Schaltplan. Also einmal für Erweiterungsvorschläge und es gibt ein großes Poster, DIN A2, wo der komplette Schaltplan der Grundplatine dran ist. Dann gibt es dann auch ein Hardware-Menü dazu, wo dann wirklich im Detail erklärt ist, wie alles funktioniert. So richtig bis auf Interrupt-Ebene runter und jedes Bit einzeln erklärt, wie der Bus funktioniert und so weiter. Gucken, ob man jetzt auch noch deutsche Preise haben. Hier ist leider nur das amerikanische, aber doch hier ist ein deutscher Prospekt. Bei 76 gab es eigentlich damals noch Computer wie alte. Genau, die Handbücher einzeln haben 20 Mark gekostet. Wir reden ja von 1976 ungefähr. Und hier kann man sehen, was der Prozessor zum Beispiel einzeln gekostet hat. Und was der KIM, das Grundgerät, also nur die blaue Platine. Und KIM 4, das Mainboard, hat auch nochmal 400 Mark gekostet. Wobei man natürlich bei den Preisen bedenken muss, dass man jetzt da nicht einfach aus den 400 Mark 200 Euro machen kann. Das ist die Commodore 264er Serie, bestehend aus Plus 4, Commodore 16 und Commodore 116. Die ist ungefähr 1984, 85 rausgekommen. War mit einer der größten Flops von Commodore. Er lacht, er hat recht. Die Serie war ursprünglich anders geplant mit durchaus interessanten Features, allerdings wurde das meiste irgendwie wegrationalisiert aus Kostengründen und übrig geblieben sind dann die drei Geräte. Der eine quasi schlechter ausgestattet als der andere, der beste ist der Plus 4. Der hat als Spezialversion praktisch noch vier Programme im ROM,
eine Textverarbeitung, eine Tabellenkalkulation, ein Zeichenprogramm und eine, ja, aus heutiger Sicht keine Datenbank, damals war es vielleicht eine. bei der Serie sind die meisten Schnittstellen geändert und die Programme sind zum Beispiel nicht kompatibel zum C64, was mitunter auch dazu geführt hat, dass er nicht ganz so angenommen wurde. Der erste Erfolg war praktisch erst, als der Computer in Deutschland mit diesem Basic-Kurs und der Datasette bei Aldi verkauft wurde für 149 Mark. Danach hat sich eine kleine Szene entwickelt, ansonsten wäre die Serie wahrscheinlich komplett eingestampft worden. Mhm. Wie sehen die technischen Daten aus? Die technischen Daten liegen eigentlich unterhalb vom C64. Also es ist eine etwas veränderte 6502 CPU verbaut. Das wäre hier. Das ist übrigens ein Plus 4 Mainboard. Das wäre die CPU. Dann haben sie einen Spezialchip, den TED, der die Grafik- und Soundausgabe macht. Ein paar ROMs, einen seriellen Chip und hier ist das RAM. Vom Prinzip her sind die Rechner sehr einfach aufgebaut, technisch einfacher aufgebaut als der C64 und das war im Prinzip auch das, was Commodore wollte. Die wollten einen Rechner rausbringen, der billiger zu produzieren ist als der 64er. Und zumindest das haben sie geschafft. Okay, danke. Okay, worum es hier geht, ist, ich beschäftige mich in den letzten Jahren fast ausschließlich mit japanischen Computersystemen, mit Systemen, die es ausschließlich in Japan gegeben hat. Das ist hier eins, das sind drei verschiedene Varianten eines sogenannten X68000, produziert von Sharp. Eingeführt 1987, und zwar in diesem Form, in diesem Twin Tower. Hier vertreten durch das ACE-Gerät. Der hatte so ein paar interessante Features gehabt, also ein 68000er Prozessor als Grundlage mit sehr potenter Grafik- und Soundhardware. Zu dem Zeitpunkt, als das Ding konzipiert wurde, 87, war es eigentlich jedem der damaligen 68000er Rechner überlegen, die es gab. Nur die gab es nur in Japan. Hat keiner in diesem Moment außerhalb von Japan so richtig gewusst, was da los war. In Japan selbst gab es eine sehr interessante Computerszene, beherrscht durch die Firma NEC und Fujitsu, die mit den PC-98-Reihen im Bereich der 16, 32-Bit-Rechner Marktführer waren. Und Sharp hatte nach den erfolgreichen X1 und MZ-Serien 8-Bit-Rechner einen neuen Rechner konzipiert, zusammen mit der Softwarefirma Hudson, die auch viel für die PC-Engine gemacht hat. Und das sind im Prinzip drei Vertreter. Also der erste 68000er, 10 MHz, 1 MB RAM, zwei Floppy-Laufwerke, die haben damals 5,5 Zoll genommen, mit etwas ungewöhnlichem Format, 200 MB Speicherkapazität, mit so ein paar interessanten Features wie Soft Eject, das System wird softwaregesteuert runtergefahren und so ein paar andere Dinge. Dann habe ich ein zweites Gerät dabei, was als Desktop konzipiert war, der Pro. Und als ganz letztes ist das kleine der Seite, das ist eine der letzten Inkarnationen des 68000ers mit dem 68000er Prozessor. In dem Fall hier 10 und 16 MHz umschaltbar, lustigerweise mit 3,5 Zoll Floppy. Es gab, man muss wissen, es gab überhaupt keine Software mit 3,5 Zoll, deshalb gab es diese Zeit lang in Japan sehr preiswert zu kriegen. Inzwischen wissen die Leute, wie man diese 3,5 Zoll Disketten mit Images aus dem Netz beschreibt. Also insofern ist der jetzt einer derjenigen, die sehr gerne genutzt werden. Ich habe die Geräte seit ca. 10, 12 Jahren. Aber noch einige andere mehr. Ich habe nicht viel Platz gehabt, einige Dinge auszustellen. Ich wollte ein bisschen illustrieren, was für eine Entwicklung es gegeben hat. Mhm. Und wie kommen Sie zu diesen Geräten, wenn sie nur in Japan verkauft wurden? Ja, ich habe sie in Japan halt gekauft. Achso, ganz einfach. Ja, das ist halt, das klingt einfach, war es zu dem Zeitpunkt nicht. Besonders bin ich froh, dass noch einige Geräte funktionieren. Es ist wie bei vielen allen anderen, wir werden das von einigen hören hier, dass Geräte nicht mehr funktionsfähig sind, weil bestimmte Teile sind E-Prons, denn verlieren die Daten. Hier ist es so, dass Kondensatoren müssen, dass teilweise die Netzteile Schwachteile sind oder die besonderen Floppy-Laufwerke, die hier mit eingebaut sind. Also das ist wie bei vielen älteren Teilen,
irgendwann fängt man an zu basteln. Und ich habe, glaube ich, zur richtigen Zeit damit angefangen. Ich hatte mal eine sehr, sehr umfangreiche Sammlung gehabt und mich dann auch nur noch auf bestimmte Dinge aus bestimmten Umständen konzentriert, behalten, diese X68000, die Towns und Fujitsu und so einige andere kleinere Nebengeräte. Also für jemanden, der sich überhaupt nicht damit auskennt, das sind jetzt zwei Computer, gebaut 1900, oder Markteinführung 1985. Von der Firma Schneider, beziehungsweise im deutschsprachigen Raum war der Distributor die Firma Schneider, im restlichen Teil der Welt dann Amstrad. Das sind Geräte, haben einen Z80-Prozessor drin, das war so Mitte der 80er, war das eigentlich so die auslaufende Prozessorgeneration. Da hat Amstrad sozusagen günstig Computer bauen können, die aber dann doch eine Menge konnten, ohne dem Benutzer jetzt weh zu tun. Das war eigentlich jetzt das Erfolgsrezept. Also man konnte damit schon eine Menge anstellen, konnte damit zumindest mal seine Korrespondenz erledigen, konnte damit Spiele spielen und ja, so ein bisschen Grafik und so war auch möglich. Sie wurden als semi-professionelle Computer von Amstrad halt verkauft. 128 Kilobyte Speicher sind da mal drin. Der wurde mit 256 und 512 Kilobyte angeboten. Das ist da wirklich schon eine ganze Menge, muss man dazu sagen. Das war jetzt auch nicht ganz schlecht. Speichermedium, 3 Zoll Disketten. Das ist eine Besonderheit bei diesen Dingern. Es war ja so Mitte der 80er noch nicht so ganz klar, was sich jetzt durchsetzen wird gegenüber 45 Zoll. Amstrad hat auf 3 Zoll gesetzt. Die Disketten sind enorm robust und enorm teuer. Mhm. Damals schon gewesen. Auf so eine Diskette passen, je Seite, man hat sie ja umgedreht, 180 Kilobyte drauf. Und der hier ist nur nachgerüstet worden mit einem 3,5 Zoll Laufwerk. Ja, ist halt so, wenn man den Computer einschaltet. Moment. Das ist jetzt hier die Programmiersprache Logo, die hier vorstellt, die mit dem Computer mitgeliefert wurde. Wenn man das Gerät einschaltet, verhält sich so. Und egal welchen Blödsinn man vorher gemacht hat, wenn man es einschaltet, verhält es sich wieder genauso. Da ist jetzt nicht viel kaputt zu machen. Und dann muss man auch schon wirklich Befehle eintippen, um hier irgendetwas zu bewerkstelligen. Und gut, das ein Betriebssystem, das er noch beherrscht, ist CPM. Das wurde mitgeliefert, der läuft gleich drauf. Das war so das Betriebssystem, aus dem später MS-DOS oder aus dem MS-DOS damals schon heraus entstanden war. Was höre ich da? Also wenn man sich auf den Schneider zurück? Nein, auf CPM zurück. Ja, und wenn man, wenn man sich jetzt mal die Betriebssystemeinsprünge der beiden Betriebssysteme anschaut, dann kommt man schon auf die Idee, dass da Menschen sehr inspiriert waren. Die haben abgeschrieben, gell? So wollte ich es jetzt nicht ausdrücken. Aber ist doch wahr. Wie mit Stacker und Double Space. Ja, also was man hier sieht, das sind die 8-Bit-Computer von Atari. Das fing an mit dem Atari 800. Das war der erste, kam 1979 raus. Und ging weiter mit dem Atari 800 XL. Das war so der erfolgreichste von den Atari 8-Bit-Rechnern. War so der Konkurrent zum Commodore 64 und so als Nachzügler kam dann 1987 nochmal das Atari Game System raus, das allerdings nicht mehr sehr erfolgreich war, also es war nur noch so ein letzter Versuch von Atari nochmal mit 8-Bit irgendwie Geld zu verdienen. Ja, so im Großen und Ganzen haben die ähnliche Eigenschaften sind, bis auf den Atari 800, sind das 64K-Computer, was man halt so in den 80er Jahren hatte. Ja, konnte man am Fernseher anschließen, dann halt zum Spielen recht beliebt. Haben alle 64 Kilobyte RAM? Außerdem Atari 800, der hat nur 48K RAM.
der Unterschied ist halt, der Atari 800, der war noch recht massiv aufgebaut. Also es gibt eine Rauchplatine, die Steckhaken hat für Speicher und für Prozessor und so weiter. Das wurde dann halt immer weiter vereinfacht. Also der Atari 800 hat einfach eine Platine, wo alles drauf ist. Bei dem hier wurde sogar nochmal das Memory Management vereinfacht mit dem eigenen Chip. Mhm. Und wurden diese Geräte auch produktiv eingesetzt? Ich sag mal so, in Firmen eigentlich weniger. Gab es vielleicht auch mal, aber so zu Hause, man konnte natürlich auch irgendwie Briefe damit schreiben oder irgendwie ja, irgendwelche Daten verwalten, irgendwie eine Schallplattensammlung oder sowas. Das ging natürlich schon. Mhm. Also es gab natürlich dann auch Drucker dafür. Diskettenlaufwerke gab es natürlich dafür. Und das hier? Das ist was Neues, das gab es in den 80er Jahren noch nicht. Das ist ein SD-Kartenlaufwerk. Und da ist hinten ist eine SD-Karte drin hier. Und die enthält Disketten-Images. Und man kann halt dann einfach ein Disketten-Image hier auswählen auf dem Display und es halt starten. Auf so eine Diskette, auf so eine SD-Karte, da passen natürlich etliche 100 oder sogar 1000 Disketten-Images drauf. Okay, das macht das Ganze natürlich viel einfacher als früher die Disketten. Die Disketten lassen halt auch langsam nach, vielleicht in 30 Jahren. So alt sind die Geräte schon. Das ist so ein Touch-Tablet, also das, da kann man dann auf dem Bildschirm mit dem Stift malen. Also man hat dann hier ein Malprogramm, da kann man dann irgendwie Figuren auswählen. Hier mit dem Stift zum Beispiel. Und dann kann man hier dann oder halt auch irgendwie Freihand malen geht auch. Das ist ein Apple IIe und zwar ein Enhanced IIe. Das heißt, der hat der IIe ist ja eine Weiterentwicklung des Apple IIs und des Euro Plus. Der IIe hat einen geänderten ROM-Satz und einen 65102 anstatt dem 65.02 Prozessor. Daraufhin konnte er auch modernere DOS-Versionen verwenden und war im Speicher erweiterbar. Das heißt, üblicherweise hat man in den IIe auch noch eine 64K plus iOS-Karte eingebaut, die halt den internen Speicher von 64 auf 128 KB erweitert hat und die Möglichkeit, 80 Zeichen darzustellen, mit eingebaut. Was in dem Gerät jetzt noch verbaut ist, sind die zwei standardalte Diskettenlaufwerke und ein CFFA 3000. Das ist von Rick Dreher, ein Compact Flash und USB-Interface. Das heißt, zum einen kann es als Smartboard-Device eine Festplatte im Slot 7 emulieren und zum anderen kann es für ein Slot 6 zwei Diskettenlaufwerke emulieren und kann direkt eben die Disk-Images in den Slot 6 mounten und im Slot 7 eben halt die Festplatte. Das ist momentan so die aktuellste und am weitesten entwickelte Erweiterung für ein Apple II, um halt eben Disk-Images mitzufahren. Nebendran, die Teile, die da jetzt zu sehen sind, das ist für die Lehrerfortbildung ein Lernsystem auf Basis von 6522 Sportbaustein.
Das heißt, wir haben hier ein paar Portbausteine auf selbstgeätzten Karten, die erstmal das Interface zu dem doch recht einfach gestalteten 8-Bit-Bus von Apple II darstellen. Die gehen dann hier auf so eine Trägerbusplatine und da gibt es dann eben halt zum Lernen so verschiedene Module, eben um halt zum Beispiel Leuchtdioden anzusteuern über die Ports oder eben Schalter einzulesen. Es gibt ja auch Module, um einen AD-Wandler zu betreiben oder eine DA-Wandlung, also das heißt eine analoge Spannung einzulesen oder eben eine analoge Spannung auszugeben. Es gibt eine Relaiskarte, die man mit ansteuern kann und eben halt die Lernmaterialien, das stammt zu Anfang der 80er Jahre, eben halt um Elektronik in Schulen zu lernen. In den Schulen wurde das gelernt? Das ist Schulmaterial, das heißt, das war erstmal zur Lehrerfortbildung und das konnte dann eben halt im Informatikunterricht, das war ja damals noch von den Inhalten doch noch mehr auf die Basis von den Rechnern zu der Zeit ausgerichtet. Da wurde eben dann halt entsprechend noch gezeigt, wie man das anprogrammiert, also es sind Programmierbeispiele drin, wie man da jetzt in Assembler oder Basic entsprechend so einen Port anspricht und dann halt entsprechend dann Bit setzt oder wieder einliest, um eben halt dann mit der Hardware zu kommunizieren, wie sehen so Schaltkreise aus, die dann halt entsprechend halt ein IO-Interface aufbauen, also um ein Relais anzusteuern oder eben halt um ein DA-AD-Wand oder einzubinden. Und das ist dann alles in den Materialien anschaulich erklärt.